Du bist down, Bro. Du bist down. Komm, hau ab. Ach, nerv nicht. Ach komm, nerv nicht. Okay, wir müssen jetzt hier lang. Müssen wir nach oben. Sie ist wieder in so einem Spinner. Den können wir eigentlich easy dodgen. Ohne Autorun. Protector, okay. Ist hier noch. Können wir eigentlich easy durch, ne? Verdächtig? Nichts. Sehr verdächtig. Hatcherberry, gefällt mir. So ein paar Beeren sind gar nicht so schlecht. Bitte müssen wir jetzt hier kein Battle. Müssen wir jetzt alle nochmal battlen, oder was? It's been a while. Ah, müssen wir jetzt hier irgendwie alle nochmal battlen, oder was? Was ist denn hier los jetzt? Riftblim. Holy moly. Wir machen mal Rock Thump. Bin ich schneller nach Rock Thump. Vielleicht hat sie Unburden. Boah, wir killen sie ja fast. 55er. Ja, wahrscheinlich ist sie schneller. Okay, hielt nochmal. Das heißt, wir sind jetzt auf jeden Fall schneller. Was hat sie noch? Wailord wahrscheinlich. Nice. Wailord. Aber ich guess, es kommt eine Wasserattacke. Eisbeam. Ungerne gesehen hier gerade. Macht doch schon guten Damage, oder? Hat der einen Life Orb? Ah. So, wir crunchen, weil wir haben King's Rock. Crunch, eventuell Flinch. Bleib drauf auf Ice Beam. Sollten wir überstehen. No Crit, no Freeze. Okay. Schon mal wichtig, dass wir hier auf jeden Fall unsere... Wir haben nämlich eine... wir müssen vielleicht mal schauen, wenn wir jetzt wirklich jeden Battle müssen an jeder Brücke, dann müssen wir uns dementsprechend eventuell darauf vorbereiten. Aber Explosion will der lernen. Nochmal. Komm. Keine Explosion hier. Wir machen hier alles friedlich und ruhig. Wormadam, genau, Wormadam. Ich denke mal, danach wird sie noch eben einen Chanera oder einen Hytyra haben. Ganz entspannt. Die Frage ist, hat das Ding überhaupt Attacks? Toxic hat's, aha. Dann machen wir folgendes. Wir gehen hier hin. Und set up ein Sword Stance. Wir müssen wirklich Brick Break jetzt geben. Sword Stance. Jetzt können wir Fire Punchen. Fire Punch. Und danach können wir Force Palmen. Okay. Dementsprechend, wenn das jetzt wirklich so ist, müssen wir uns vorbereiten auf die nächsten Fights. Wenn wir jeden hier noch einmal battlen müssen irgendwie. Protect. Ja, ist fein. Kannst dich gerne protecten. Jetzt bist du down. Kannst du auch noch so viel HP haben, Bro. Du bist down, Bro. Du bist down. Komm, hau ab. Ach, nerv nicht. Stehl mir nicht meine Zeit hier. Come on, Cheryl. Die ist ja wirklich weak. Okay, aber die Vorahnung war auf jeden Fall doch true. Also wir müssen hier tatsächlich battlen. Okay, dementsprechend müssen wir ja jetzt hier nochmal battlen oder können wir der entfliehen? Nein, können wir natürlich nicht. Wir können auch, by the way, noch ein Pokémon eclipsen, aber ich fühle mich noch nicht ready. Also wir können bis jetzt nur maximal von unseren Mons Golem, also Geowatz eclipsen und eben mein späteres Garchomp. Aber mein Garchomp ist wirklich nicht gut. Boah, das ist richtig. Wenn sie wirklich nur Mega Drain hat, können wir drin bleiben. Water Sports, okay. Mega Drain. Hier noch Sweet Sand. Die hatte jetzt Water Sports. Eigentlich Quatsch. Tech Boost, jawohl. Sweet Sand again ist fein. Hat eine Hyper Potion, okay. Easy Crit, Bro, easy Crit. Hau ab! Hau ab! Komm! Weg! Was hat sie noch? Ninetales. Da sollten wir natürlich mit unserer Vierfachschwäche nicht gerade reingehen.
Aber ich glaube, hier tatsächlich ist es besser, weil wir haben hier eine gute Special Defense plus Resistance sowieso. Wenn sie Confuse Rate, dann wissen wir es zumindest. Viele Ninetales, sie haben ja Confuse Rate. Sunlight ist strong. Ich glaube, wir können Earthquaken. Ich glaube, Earthquake ist besser als Aquatail in der Sonne. Hot Stab. Nur so ein Gefühl. Easy! Easy! Ach komm! Hör auf! Das sind doch keine Gegner. Donphan hat sie auch noch. Wir können charmen, wir können yawnen. Ich glaube, yawn ist hier richtig. Scary Face, genau das habe ich mir gedacht. Auch hier nichts mehr riskieren. Earthquake wird killen. Dann sind wir hier auch durch. Okay, ist aber interessant. Also wir müssen hier, je nachdem wie viele Brücken es noch gibt, eventuell noch mehr battlen, ne? Jetzt gucken wir einfach mal durch. Hier ist ein unsichtbares Objekt. Soll ich es anklicken? Ah, passiert nichts. Oh, hier könnten wir aber auch nochmal jemanden battlen, ne? Ich geh healen. Okay, eventuell, wenn wir jetzt hier nochmal jemanden battlen müssen, sei es drum. Use an other repair. Okay, sah verdächtig aus. Vielleicht gibt es hier noch irgendein Item. Oh ja. Ein Ultraball, korrekt. Jetzt gucken wir mal, was auf dem Schild stand. Eclipse Square nach rechts. Okay, dann müssen wir hier weiter. Wait up. Aha. Da ist der nächste Kollege, okay. Quick Rematch. Okay, also wir müssen wirklich tatsächlich hier auch nochmal ein Rematch machen. Aaron likes to battle. Aaron hat jetzt noch mehr Mons. Wir machen jetzt mal Stealth Rocks nach oben. Fuchsig ist fein. Weiß nicht, was er hat. Signal beamt. Fein für uns, ne? Toxic kann er nicht. Weil wir Stahl-Pokémon sind. Signal beamt again. Okay, das heißt, er hat wirklich nichts. Bro, unnötig. Komm, mit 2 gehen wir rein. Snapped out of, jawohl. Ich habe keinen Bock, nochmal confused zu sein. Ich glaube, mit 2 Sword Stands oben, Critical Hit, korrekt. 2 Sword Stands oben können wir, glaube ich, hier alles one-shotten, was reinkommt. Plus die Steine liegen. Mhm, Drapion habe ich jetzt nicht erwartet. Ach, again, Brick Break wäre wahrscheinlich ein Kill. Oh, jawoll! Boah, geil, ey. Jan Mega. Ja, du kriegst ordentlich Damage von Steine. Fire Punch again. Okay, ist ein Kill. Okay. Ja, bevor wir jetzt weitermachen, machen wir das neue Badge an natürlich, Alter. Warum ist das neue Badge noch nicht oben? Vespi Queen auch. Dicke Damage von Steine. Fire Punch einfach again. Hat auch Leftovers, oder? Aha. Fire Punch, easy kill. Aha, Kollege. Okay. Und natürlich Scizor. Kriegt ein bisschen Damage von den Steinen. Aber wir können ihn auch. Bullet Punch, okay. Fair enough. Fire Punch killt ihn. Yes! Auch ihn nochmal rasiert, ey. Wir rasieren hier gerade alle. Geil, ey. Die werden ja von uns wirklich vermöbelt. Ja, nicht mehr feierbar. Low Sweep? Oh, wollen wir Low Sweep? Lowering its Speed Stats. Ich meine, es ist ein bisschen besser, aber eigentlich wollen wir Brick Break, ne? Eigentlich wollen wir wirklich Brick Break haben. Brick Break mehr Damage. Wir wollen hier wirklich eigentlich nur sweepen. So wie gerade. You gotta be stronger. Ja, komm. Maul. Okay, was? Ist hier irgendein Item? Nee. Hier? Auch nichts. Cool. Ich schätze mal, auf der Brücke müssen wir den nächsten battlen. Ich habe hier eine starke Tendenz, dass wir das machen müssen. Ein Shiny Stone, korrekt. Okay, dann würde ich sagen, wir beenden die Folge hier. Und dann gucken wir in der nächsten Folge weiter. Wir müssen ja in dem Fall jetzt wirklich viele battlen. Und dem müssen wir uns dementsprechend auch ein bisschen vielleicht vorbereiten. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Gut, auf rein.
Ciao, ciao.